ganz, ganz starken Konkurrenz erweckt natürlich eine ungeheure Qualität. Обладатели серебряных олимпийских наград в индивидуальных соревнованиях и победители нашего турнира Ксения Соловова и Федор Климов, setzt das Paar auf den Sätzen, die Olympia-Zweiten Ksenia Stolbova und Fedor Klimov aus St. Petersburg. Die Erinnerungen an Sochi, manche haben gute, manche nicht so gute. Die beiden sicherlich sehr, sehr gute. Ksenia Stolbova und Fedor Klimov. Auch hier wird es im Paarlauf in dieser Saison ein Hauen und Stechen geben. Das ist gut so, auf sehr angenehme Weise. Eine sehr, sehr interessante Wettkampfsituation. Habel Donahue natürlich aus den USA kommen noch dazu. Trankovolo Soschar, dann das junge chinesische Paar und die beiden natürlich auch. Da wird, das ist oft so, die Tagesform logischerweise entscheiden. Der Unterschied: Sie legen sehr, sehr viel Wert auf ihre Einzelsprünge, auf ihre
stark im Programm. Wir haben in den Programmkomponenten vielleicht zu wenig erhalten, auch hier in Moskau gegenüber Kawaguchi und Alexander Smirnov war es ein Pünktchen. Das ist zu wenig dafür, dass sie so schöne Programme zeigen. Die Zugabe sollte es geben. Und Sie sehen den Zuschauerzuspruch, der ist gewaltig bei dieser Gala. Alle lieben Eiskunstdorf in Russland. Das ist ein Mega-Ereignis, das ist ein Topsport in Russland. Tja, die Gala hat nochmal gezeigt, auf welchem Niveau auch der gesamte Wettkampf war, der das Telekom Cup in Russland geprägt. In erster Linie klar von den Athletinnen und Athleten aus Russland. Von der Damenbereich natürlich mit den ersten drei Plätzen. Die ersten zwei Plätze im Paarlauf hat es auch gegeben und dazu noch immerhin einen dritten Rang durch Sinitsyna Kazalapov im Eis tanzen. Die Veranstaltung, die hier in Moskau ausgesprochen gut angenommen wurde, volle Zuschauerränge, fachkundiges Publikum, aber das konnte man und hatte man auch in Russland sicher nicht anders erwartet.